herzlich willkommen bei La Verlichter Lecker. Und ich muss sagen, ein wunderschöner Novembertag. Ein bisschen was trinken, Wahnsinnspublikum. Und an meiner Seite Harry Weinfort, einer der begnadesten Hobbyköche des deutschen Landes. Und das aus Holland importiert. Oh oh. Harry, was kochst du Leckeres? Also, ich werde mich auf die Nachspeise stürzen. Ja. Ich werde einen Vanillepudding machen und mit natürlich eine herrliche Soße dazu. Und dann werden wir noch gebrannte Mandeln machen. Oh, Harry. Man merkt übrigens, Harry Weinfort hat sich hervorragend vorbereitet. Er hat aus ungefähr 400 Küchenhandtücher sich dieses Hemd selber genäht. Ich werde übrigens auch kochen. Ach nee. Ja, und zwar einen wunderbaren Saibling mit einer Meerrettichkruste, dazu ein bisschen Wildreis. Naja, und den Rest habe ich jetzt vergessen. Aber das Wichtigste ist eigentlich die Zutat in dieser Küche, die ich liebe. Die immer frisch ist und wohlschmeckend, lecker riecht und heißt Johann. Liebe Zuschauer, dazu kann ich nichts sagen. Außer, dass ich mich sehr freue, dass Sie zuschauen, dass Sie dabei sind bei La Verlichter Lecker. Und ich freue mich sehr auf eine wunderschöne Frau. Herzlich willkommen, Lisa Martinek. Dankeschön. Danke schön. Danke schön. Lisa, für dich zum zweiten Mal bei uns. Letztes Mal war es beim Horst. Jetzt bist du bei mir. Ich teste euch beide mal aus. Du testest uns beide. Bei wem ich mehr lerne. Und gut, das musst du dann selbst beantworten. Was wirst du heute machen? Ich werde heute machen marinierten Kürbis und dazu Frühlingsrollen gefüllt mit Entenbrust. Lecker, sehr schön. Und an meiner Seite wird es geben, liebe Zuschauer, und zwar heute Morgen frisch hier an der Alster schon geschossen, einen Fasan. Der wird schön gebracht mit Speck. Und dazu gibt es Sherryfeigen und ein Püree aus Sellerie und Kartoffeln. So, also, du kannst anfangen, vielleicht jetzt an. Mal die Entenbrust zu schneiden. Okay. Ja, die Entenbrust klein schneiden und dann würde ich sagen, bevor ich jetzt anfange, es gibt da noch jemanden, der hat Entzugserscheinungen, weißt du? Ich verstehe. Der Aufmerksamkeit. Der braucht Streicheinheiten. Deshalb bekommt er sie gerne, mein Freund. Ja. Hallo, mein Johann. Jetzt hatte ich gerade schon wirklich Angst, du würdest mich vergessen. Nein, das könnte ich nicht, nein. Also ich hatte jetzt kurzfristig mal Angst. Kann ich nicht, nee. Ne? Sag mal, hast du denn auch erzählt, dass du beim Schießen der Fasanen heute Morgen an der Alster aus Versehen auf die zwei Pudel getroffen hast? Königspudel gibt's nächste Woche Samstag, meine Damen und Herren. Sehr lecker. Hier sind wir, du hättest nicht mit Pfeil und Bogen schießen sollen. Ich stehe mir gerade vor. Gedämpfter Pudel. Ja, obwohl, jetzt hör auf jetzt, ich habe selbst noch einen Glas. Die Dame, die den Pudel in der Hand hatte, die sah aber aus wie ein Fasan. Komm, da kann man nicht anders sagen. Also. Ich weiß jetzt nicht, was das für Eier sind. Du. Nein, ich stelle mir das gerade vor. Was sind das für Eier, normale? Ganz dünne Schale, das sind hamburgische Eier wahrscheinlich. Ja, das sind geliftete Eier, die haben auch dünne Schale. So. Wie groß soll das? Also schön erstmal für einen Pudding, weil wir werden einen richtigen Pudding kochen. Ja. Du wirst eine schöne Soße dazu machen und die Mandel karamellisieren. Und da werden wir mal zeigen, wie man das mit Sirup macht und nicht mit normalem Zucker. Ja. Ganz wichtig ist natürlich für den Teig, weil die müssen ja irgendwann mal in den Ofen rein. Die kann man ja im Wasserbad am Herd auch kochen. Wir tun sie nachher im Backofen rein. Eigelb, nachher schön mit Butter, mit Zucker schön schaumig schlagen. Dann kommt da rein schöne geraspelte Mandeln, Biskuit, Zitronenschale, Eierlikör, Mehl, Vanille. Das mag eine Vanilleschote. Dann kommt das. Ja, das macht so was von lecker, Kinder, ehrlich. Also, das hat so viele Kalorien, das geht doch nicht mehr in die Blutbahn. Er weiß das schon, nur ich weiß das noch nicht, ob es so wird. Obwohl, guck mal an, ich bin auf dem besten Wege, mit dir verwandt zu werden. Ja. Aber bleib mal hier. Ja. Wissen Sie, es ist nämlich ein kleiner Unterschied. Er glaubt, dass er durch ein längs gestreifte Schürze schlanker wird. Und ich mache das auf die psychologische. Ich habe gesagt, wer kariert trägt, kann nicht dick sein. Weil kariert macht dick. Also sagen Sie, wer kariert trägt, der ist nicht dick. Also, siehst du, muss kariert tragen, da fällt es nicht so auf wie bei den längs gestreiften. Stimmt, schade, dass er bei dir nicht funktioniert hat, aber sonst nicht. Ja.
So, jetzt muss ich, ach so, Zucker. Ja, mach du mal weiter. Ich hoffe, dass ich das alles richtig mache. Du weißt, immer wenn ich den Harry sehe, denke ich an eine Situation. Er hat mal auf der Messe mal Mikrowellen verkauft mit so einer Scheckkarte, weißt du? Eine Mikrowelle mit einer Scheckkarte? Ja, ja, für ältere Leute, wenn sie ein Essen bekommen, Essen auf Rädern, dann stellt man das Essen rein, dann steckt man eine Scheckkarte oben rein, dann braucht man nichts mehr machen, außer Start drücken und dann ist das Essen perfekt warm gemacht. Das ist richtig. Ich fand das genial. Also, wenn man also Fleisch, Gemüse und Soße hat. Für alte Leute, hast du dir was bestellt? Hast du ausprobiert? Nein. Er stand natürlich mit Begeisterung vor diesem Stand und hat das zugeschaut, weil er hat nämlich gedacht, Moment mal, da geht seine ganze Kunst mit Kochenflöte, ne? Weil das ist nämlich ideal gewesen. Sag mal, Harry, stimmt das denn, ich meine, du hast mir das eben so ein leise heimlich gesagt, stimmt das wirklich, dass Frau Lafer 4 Stück bestellt hat? Ja. Nein, Johann, hat er gesagt, ich nicht. Ja, noch ganz, ganz fein, genau, wirklich. Das sind meine Anfänge. Das sind also, Lisa ist schon dabei, die Entenbrust in ganz feine Würfel zu schneiden. Guck mal, weil so. Weil es nicht so leicht ist durch das Fett. Du musst mit dem Messer auch schneiden, nicht nur drücken. Guck mal, schneiden so. Und dann hier schöne kleine Würfel. Das gibt die Füllung für die Frühlingsröllchen. Ich muss es also erst längs machen. Das ist der Trick. Längs erst dann, längs und dann nochmal. Okay, ja. Ich bin dabei, hier schon ein mal den Arbeitsschritt mehr. Die Fasanenbrust anzubraten. Hier, guck mal, hier im Fett, ja, in Butterschmalz. In so einer Pfanne hier, und zwar habe ich einfach alles weggeschnitten. Nur die Brüste oben genommen, keine Keulen, weil die sind meistens zäh. Und damit er schön saftig wird, geben wir jetzt rein hier viel Speck in die Pfanne. So. Braten wir mit hier, siehst du? Guck mal, wie lecker. Ah, das ist mal was hier. Fasanenbrust, guck mal. Rosmarin rein. Johann, aber jetzt sei mal ganz ehrlich. Ja. Es sieht ein bisschen aus wie ein Pudelkopf, oder? Das ist ja eklig. Doch, aber guck mal von der anderen Seite. Guck mal hier, von hier aus. Entschuldigung, guck mal hin. Das will ich gar nicht sehen. Du hast recht, das sind die Augen. Genau. Ja. Also einfach schön hier die Fasanen anbraten, dann kommen die in den Ofen her. Mach das Halsband ab, Johann, das gibt nachher Ärger. Sag mal. Irre. Sag mal, Horst. Ja, Johann. Kannst du mir mal sagen, wieso du so deppert bist? Ja. Johann, im November ist bei mir immer ein bisschen komisch. Ja. Da bin ich so ein bisschen betrübt, das ist die dunkle Jahreszeit. Denke ich mir schon. So, jetzt wird man den Fasan schön hier mit Salz und Pfeffer. Ich habe jetzt viel Butter reingegeben. Und dann kommt in dieser schönen Gewürzbutter kommt der Fasan bei 130 Grad ungefähr in den Backofen. Nur ganz langsam garen. Eigentlich immer bei Johann über dem Kopf halten als Test. Ja, probier mal. Wenn es steif genug ist, dann hält's ja. Nee, bei Johann über dem Kopf. Da glaube ich, ist noch nicht steif genug. Ja. Weil bei Johann über dem Kopf ist die Erdanziehungskraft am größten, weißt du? Ja. Ah, Johann, ich liebe ja Fasan. Ja, ich auch. Das erinnert mich auch so ein bisschen an meine Lehrzeit. Da hatten wir immer eine Jagdgesellschaft, die brachte uns Fasan und selbstgeschossene Kaninchen. Wir haben die dann auch angenommen, sollten die für die abends braten, haben die dann weggetan, haben daraus eine Brühe gekocht und haben dann bei der Großhandel was Schönes Neues gekauft, weil die haben so viel da reingeschossen, die konntest du mit keinem Metalldetektor Gott sei Dank die Viecher mehr in Ruhe liegen lassen. Aber guck mal hier, das ist doch schön. Schau mal hier rein. Das ist doch wirklich schon mal ein toller Anblick hier. Guck mal. Also wenn man es so sieht, Johann, dann kann man glauben, das müsste nicht unbedingt ein Pudel sein. So, jetzt schieben wir das schön rein in den Ofen. Lisa, guck mal. Ja. Riech mal. Oh. Hervorragend. Ja, ich habe eine Frage. Sollte man eigentlich nicht den Rosmarin immer erst später dabei tun? Nein. Der braucht verbrennt er jetzt nicht? Wird der nicht bitter? Der verbrennt auf keinen Fall. Der kommt jetzt hier rein und gibt dem Ganzen ein ganz tolles Aroma. So. Okay, einfach lassen. Und wieso verbrennt der sonst immer und jetzt nicht, Johann? Das ist frischer Rosmarin und der verbrennt nicht. Der verbrennt nicht? Nein, und der Ofen ist auch nicht so heiß. Meine Damen und Herren, bitte erinnern Sie mich dran, dass ich das nachher kontrolliere. Kannst du gerne machen. So. Ich habe jetzt hier für die Beilage zwei Dinge. Einmal Feigen gibt es dazu, frische Feigen gibt es jetzt um die Jahreszeit ja wunderbar. Stimmt. Ja. Habe ich hier heute Morgen noch in Hamburg am Weg gehen, ohne Ende Feigenbäume. Ja, naja, wirklich, also frische Feigen, die machen wir schön mit Rotwein und Sherry.
Oh, oh lecker, gibt es auch im Winter sehr häufig. Und dann machen wir dazu hier... Hoppala, Johann, dir ist was hingefallen. Danke dir. Und dann machen wir dazu hier, guck mal, Sellerie-Püree mit Kartoffeln. Kommt das ganze Mehl? Sellerie-Würfel einfach mit... Gibt es auch ganz häufig im Winter, bitte. Das ist jetzt Butter mit Zucker und Butter mit Zucker, und das Eigelbe. Ist sehr schön, ja. Und du hast einen kleinen so, Spritzer wunderbar. Eierlikör dabei. Ja. Soll ja lecker werden, ne? So, dann das Mehl unterheben. Das mag der Vanilleschote, muss man drunter. Das mache ich noch, ja. Jetzt ist aber genug. Jetzt so, was war jetzt mit den Würfeln? Das jetzt sieht so aus, als wenn du das nicht das erste Mal machst. Machst du sehr schön. Also ich backe ja gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache jetzt das erste Mal in meinem Leben einen Pudding selber. Ehrlich? Ja. Also ich habe den bisher auch nur selber aufgemacht. Ja, das kann ich sehr gut. Weißt du, in Holland haben wir als Kinder schon ein Schokolade- und Vanillepudding gab es in Literflaschen. Das nennt sich Vla. V-L-A. Flippchen-Vla? Ah. Heißt das so? Flippchen-Vla? Ja, das ist aber ein besonderes, das ist rosa. Rosa? Ja, rosa Vla haben wir auch. Bei euch gibt es auch Tomaten, die... Die nach Mineralwasser schmecken, sag's ruhig. Das ist doch eine... Sag mal, wir haben jahrelang Wasser für teures Geld verkauft. Ich finde das in Ordnung. Ja. Wenn, obwohl, solange ich muss man ganz ehrlich sagen, ich war richtig sauer. Ich habe mir mal damals, als das richtig Mode war, ja, diese Cherry-Tomaten so ein Schüsselchen geholt. Da wirst du ja gar nicht von voll, ne? Da merkst du ja nichts von. Was? Das hat keiner verstanden. Hat keiner verstanden? Ja, ich schon. Du schon. Johann isst heute immer noch morgens 2, um wach zu werden. Nur für den Kreislauf. So, ich brauche ein kleines Messer. Kann ich hier ja. So, schön. Was brauchst du? Kleines Messer? Soll ich dir eins leihen? Ja, ich... Hast du eins? Ich habe was gefunden. Ja, okay. Harry, was isst du am liebsten? Bitte? Was isst du gerne? Was ich am gerne esse, alles außer Blumenkohl. Ich nicht so Wert auf Essen. Also ich esse alles außer Blumenkohl. Außer Blumenkohl. Was war jetzt, wenn man nach dem mariniert ja ist? So, so jetzt ist sie schon fest. Warum magst du denn keinen Blumenkohl? Meine Mutter hat da früher immer so eine weiße Pampe dran gemacht. Das fand ich so eklig. Das heißt übrigens Soße. Ach so. Ja, das hat meine Mutter auch gedacht. So, die Lisa macht jetzt hier Kürbisse fürs Carpaccio. Kürbisscheiben, erklär mal selber bitte. Kürbisscheiben mit Olivenöl und Puderzucker marinieren. In ja, Olivenöl. Genau. Und die werden jetzt kurz in der Grillpfanne angebraten, damit sie ein schönes Muster bekommen und weich werden. Und dann gibt es darüber eine schöne Marinade nachher aus Chili und so weiter. Aber jetzt lass mal das aufpassen. Was ist denn der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass du die Füllung machst für die Frühlingsschote. Ah, genau, hier genau. Ja, ja, das meinte ich doch. Ja. Also nicht die Schote selber. Nein, nein, nein. Weil die kriegst du nachher sehr schlecht gebissen. Ja, ich weiß. Aber solche Schoten bringe ich nicht. Ja. Das machst du sehr schön. Aber du guckst nachher auch, dass das in den Topf reinkommt. Ne? Weil es hängt jetzt so ein bisschen am Rand oben. Ja, jetzt ist es drin. Achso, jetzt habe ich mein Messer. Jetzt ist es drin. Gut. Lisa? Ja? Ich habe gehört, es ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her, wo du dich frisch... Ich bin auf der Suche nach einem scharfen Messer. Hier bei mir unten drunter. Ach so. Du kannst aber auch ruhig offen sagen, wenn du mit mir nicht reden möchtest. Doch, ich möchte reden, deine Frage. Ich bin ganz Ohr. Ich muss mich nur... Dann kümmere ich mich nur um Harry. Nein, nein, gerne. Wie war die Frage nochmal? Die Frage war, du hast ja vor gar nicht allzu langer Zeit dich geehelicht. Ja, du ja auch, ich möchte dir gratulieren. Danke, ich gratuliere dir auch. Dankeschön. Lisa? Ja? Wann geben wir zwei das denn bekannt? Du, wir wollten das noch ein bisschen geheim halten. Okay. Nur damit mein Johann nicht eifersüchtig hat. Hat sich bei euch beiden was verändert? Ja, es fühlt sich schon anders an, oder? Für Lisa und mich nichts, ne? Ich meine, du guck mal, das ist ja schon das erste Problem. Ich sage so, du sagst so. Ich finde, es fühlt sich ganz anders an. Fühlt sich anders an? Ja. Wenn ich dich jetzt so angucke... Was fühlt sich anders an? Stimmt. Das kann man eben nicht sagen. Was fühlt sich anders an? Ja, vielleicht sollen wir doch zusammenziehen, Schuppe? Lisa. Ja. Du, wie kriege ich dieses Mark hier raus? Mit also meine Frau sagt auch, ich fühle mich anders an, weil ich bin seit der Ehe dicker geworden. Das ist ja. Und zwar, ja, genau. Was machst du denn da? Du hast gesagt, ich soll willst du Feuer machen, oder was? Nein, aber du hast... Mein Gott.
so fein hast du das noch nie gesehen, dass das gerieben ist. Ja klar, aber du weißt schon, dass die Sendung endlich ist. Ne? Ach so, entschuldige bitte. Ja, es hätte ja sein können, dass du vielleicht denkst, ach nee, komm, ich reibe jetzt mal so ein paar Stunden die Dinger. Also ich habe aber einen Tipp für dich. Ja, da habe ich drauf gewartet, dass einer auf die Idee kommt. So. Aber vielleicht liegt es ein klein bisschen daran, du hast ja früher für so Reiben Reklame gemacht. Und jetzt weißt du, die funktionieren nicht. Jetzt machst du das lieber mit der Hand. Stimmt gar nicht. Guck mal hier, wenn du das hier so machst, ja, dann kannst du dir so richtig Aggressionen abbauen. Mhm. Und du merkst automatisch, wann das klein gebröselt ist. Und du hast die alle auf einmal fertig. Ja. Jetzt darf man nur das Handtuch nicht falsch aufmachen, sonst müssen wir nochmal neu anfangen. Ja, ist richtig. Ja, pass auf, so. So. Ah. Guck mal da. Ah. Ja? Aber Harry, ja? Du solltest das Handtuch vorher gewaschen haben. Obwohl, da könnte man auch wieder, doch, wenn man das entsprechend näht, ja, kriegen wir da was Neues raus. Das schaffen wir doch. Harry, ich bestell davon. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Gefängnisanzug. Sieht so ein bisschen aus wie eine Gefängniskluft, das Zeug. Ne? Aber da wird auch gekocht. Ja, und lecker soll da ja gekocht werden. Vor allen Dingen haben die wenig Reklamationen. So, ich mach dir mal hier Wasser, ja, Zucker, Vanillezucker, Messerspitze, Zimt. Ja. Das Ganze lässt du jetzt einmal schön aufkochen. Mhm. Aufpassen, dass es nicht überkocht. Überkocht, ja, kann es auch nicht. Ach so, okay. So, weil das wird der Sirup, mit dem wir gleich die Mandeln karamellisieren. Ja. Das heißt, den Sirup einmal aufkochen lassen, dann kommen die Mandeln dazu, dann lassen wir bei kleiner Temperatur das gesamte Wasser wieder rauskochen. Dann hast du diesen Sirup, der dann wirklich karamellisiert, sich um die Mandeln legt, dann auf den Backblech schütten, dann schön auch erkalten lassen. Ja. Und dann hast du so wunderschönen, ja, ja, ich sehe es schon. Ja. Gebrannte Mandeln. Ja? Sag mal, Horst, ja? Horst, noch eine Frage. Kommt das ganze Mineralwasser rein? Nein, das Mineralwasser ist für dich zum Trinken. Ach so. Da bin ich aber froh, dass ich nichts gesagt habe. Du versuchst jetzt mal das Essen schön zu reden. Ja. Wenn ich diese Nüsse mit der, hatte, die schneide ich einfach. Mit der immer redet. Guck mal, wie schön und ganz lecker und toll und wunderbar. Johann, mir hat doch einer gesagt, ich hätte das richtige Gesicht für Radio. Ja. 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 So, jetzt habe ich zunächst mal hier Sahne erzählen, eingekocht und die Kartoffel- und Selleriewürfel dazugegeben für das Püree. Das lassen wir jetzt schön einkochen. Das wird nachher ganz fein gemixt. Dann habe ich hier hinten Zuckerkaramell mit Sherry und Rotwein, etwas Rosmarin für die Feigen, die gleich darin geschmort werden. Und hier vorne hat die Lisa die Kürbisspalten kurz angebraten, die vorher mariniert sind, mit Olivenöl und Butterzucker. Und da machen wir ein schönes Carpaccio draus jetzt, gell? Also einfach schön braten und natürlich noch mehr machen. Lisa, der Teller muss komplett voll sein. Okay. Ja, kannst hier noch mehr drauflegen von den Scheiben da. Mhm. Was kochst du am liebsten? Was ich am liebsten koche? Ja. Spaghetti. Spaghetti? Na, das ist doch am einfachsten. Und dein Mann jetzt? Wichtig ist nur, dass die immer al dente sind. Und dein Mann isst die auch gerne? Ja, gerade, das ist ja der Grund. Ja? Na, ich habe nur Glück, ich mag sie auch. Du magst sie auch? So. Und du kochst gerne Hühnersuppe? Ah ja, Hühnersuppe. Hühnersuppe steht bei mir immer im Kühlschrank. Ja. Ist natürlich frisch gemacht. Warum Hühnersuppe? Also, weiß ich nicht. A, kann man das viel verwenden. Wenn du nur den Sud hast, kannst du ja, wenn du andere Sachen kochst. Und B, hast du immer, wenn ich verreist bin oder sonst was, immer was im Kühlschrank. Wenn da noch so ein bisschen Fleisch dran ist, ein bisschen Gemüse, dann ist es doch eine leckere Sache. Ja, und du hast auch was mit dem Harry gemeinsam, du isst gerne Pudding. Ich esse gerne Pudding, aber im Gegensatz zu ihm mache ich den selber und, also jetzt macht er ja auch selber, und ich esse vor allem gerne die obere Schicht vom Pudding, also die Haut. Ja, oder? Oh. Keiner versteht es, danke. Ich mache es immer in langen Gefäßen. Ja. Bis jetzt hatte ich noch einen guten Eindruck von dir. Ja. Jetzt verstehe ich auch, wo drin du den Pudding immer machst und warum du das tust. Sie hat nämlich eine Puddingschüssel, die ist 1,5 Meter lang, ja, so 80 ungefähr, tief, genau, aber nur 1 Zentimeter hoch, nur genau, aus. Ja, genau, das wäre mein Traum. Ehrlich? So, ja. Boah, ich habe den gehasst, wenn Mama Pudding gemacht hat, den du schälen musstest. Das ist doch wunderbar. Wir haben zu Hause gesessen und dann Pudding erstmal geschält. Oh, nee, auch. Aber. Und vor allen Dingen auf der Haut konntest du Eis laufen, weißt du, so härten wir die. Die meisten Leute machen doch Pudding eigentlich nur mit Milch und Pulver, oder? Milch und Pulver machen die meisten. Pulver. Ja. Und Zucker. Das verstehe ich auch unter. Was ist das für ein Pudding hier aus? Ich habe keine Ahnung. Was?
Warte ab. Das wird Pudding. Ja, warte ab. Machen die Holländer auch so Pudding? Nee. Wir kaufen es in Literflaschen. Lisa. Wir kaufen dann in Literflaschen. Du kaufst aber keine Literflaschen, oder? Lisa? Nee, nee, ich mach das selber mit Pulver und Milch. Ja, du schmeckt aber auch nicht so schlecht. Nee, du kochst richtig aufwendig. Ja, ja, ich ganz aufwendig. Also ich glaube, aber dass das Wort Pudding, ja, für viele vieles bedeutet. Ja, stimmt. Oder? Auf jeden Weil Fall. Weil die meisten Leute mit Sicherheit nur Pudding kennen mit Milch, Zucker und Puddingpulver. Ja. Die meisten. Oder? Die meisten. Ja. Ist das ein richtiger Pudding? Also ich glaube, ich koche Pudding und du kochst heute ein Pudelding. Nein, aber jetzt mal wirklich, was verstehst du unter Pudding? Soll ich die mal hier rein, bitte? Ja. Was verstehst du unter Pudding? Eine schöne Creme, welche man selber anmacht und die dann im Wasserbad ausgekocht wird. Das ist Pudding? Ja. Was für Creme? Ja, da kommt auf, was du für Pudding machst. Ob du einen Schokoladenpudding machst, einen Vanillepudding machst, einen Pudelpudding. Johann. Also ich muss sagen, Pudding für mich ist eigentlich in der Regel, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einen zu machen. Das stimmt. Aber... Mach doch mal schnell einen. Na, aber die meisten Leute machen wirklich so nur Milch, Zucker und Puddingpulver. Ja. Ja, wie machst du den denn? Milch? Ja, haben die anderen auch. Dann? Eigelb. Eigelb. Mandeln. Mehl. Mehl. Zucker. Und dann so Förmchen und dann Förmchen. Im Wasserbad. Förmchen. Ja, und dann Wasserbad? Ja. Wasserbad? Und dann garen, genau. Wasserbad? Ja, auch. Ja, genau. Und dann garen. Ja. Da haben wir alles drin. Wie ist auf dem Milch? Die habe ich nicht da drin. Komm, du hast garantiert mein Rezept halt nicht. Genau, ich wollte gerade sagen, es war ja dein Rezept. Ja. Mit Milch, oder? Du auf deine Mandeln, ne? Das ist gut jetzt. Da kann Milch drin. Nee, Milch so, brauchst du alles nicht gut rein. Jetzt hier. Wir lassen uns doch nicht beirren von Johann. So, jetzt machen wir weiter mit der Füllung für die Enten. Für die Enten. Ja, genau, ja. So. Schalotten dazugeben, Knoblauch, dann Sweet Chili Soße. Schalöttchen. Chili muss noch reinmachen, gell? Chili. Ja, ist die Füllung jetzt gleich. So, das den Chili ich, auch hab noch? Das habe ich. Fisch. Auch noch reingemacht, genau, bitte. Also da. Genau. Menge Fisch. So, jetzt tun wir hier erstmal die Dinger anrichten, da, die Scheiben da. Die sind schön gebraten. Das ist sehr da. Scharf. Schöner Saibling. Ja. Geh doch, hör auf! Bist du wahnsinnig? Das kann kein Mensch da essen. Da kann nicht so viel bei raus. Was? Ich finde, das geht, ne? Warte, ich probiere gleich. Was machen Sie denn da drin? Sie machen zu viel von irgendwas irgendwo rein. Von Chili, rein. Das ist aber anregend. Und dann hat er gleich gesagt, du bist wahnsinnig. Ich finde das kein nettes Arbeitsverhältnis da drüben. Das habe ich seit 3 Jahren. Ja, das glaube ich dir. Und guck mal, wie das hier auf der Seite ist. Ja, locker, na! Nicht so viel, ne? Lisa, du arbeitest jetzt 23 Minuten auf dieser Seite. Ja. Schau mir mal in die Augen und sag mir, wo war es schöner? Oh, du, das ist jetzt wirklich eine gemeine Frage. Ich weiß. Vor allem, da du ja den Pudding machst. Ich mach dir auch Haut. Knoblauch rein. Knoblauch rein und das Ei verrühren. Jetzt machen wir gleich die Röhrchen. So groß wie er ist. So wie er ist, ja genau. So. Und wie voll hättest du gern die Förmchen? So, dass Platz ist nach oben. Weil Lisa, ich vergesse nie, weißt du noch, Johann, wie ich hier mal ein Soufflé gemacht habe? Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie groß das am Anfang war? Ja, das weiß ich. Weißt du noch, wie ich den Backofen geöffnet habe? Ich habe nie in meinem Leben was so schnell so klein werden sehen. Also ich kann nur sagen, ich habe einen Wunsch, Horst. Ich hoffe, dass der Pudding besser wird wie der Soufflé. Doch, bestimmt. Wir haben damals mein Soufflé klein geschnitten als Briefmarken verkauft. Jetzt kommt das da rein. Lisa, wo hat es dir besser gefallen? Bei dir. Oh. Oh. Diese laufende Erpressungsversuche. So, jetzt pass auf, was passiert damit? Ich sag nur, flüssig, Frauen. Ja? Schnittlauch rein noch? Harry? Ingwer. Sag's mir. Ach, Ingwer muss wo hat's dir besser gefallen? Horst.
süß. Beim Alfons Schubeck. Also, wir werden dafür Sorge tragen, dass er nicht mehr eingeladen wird. Tja, also ich weiß auch nicht. Ja. Manchmal fühle ich mich gemobbt. Jetzt achte ich schon auf deine Mandeln. So schön. Ja. Geh jetzt rein hier, machen wir gleich die Röhrchen. Ich bin so beschäftigt mit diesem Pudding. Ja, ich merke das. Das ist wesentlich schwerer als aus der Flasche, das sage ich dir. Aus der Flasche, das geht schneller, ne? Ich muss wirklich sagen, seit wann dauert ein Pudding so lange? Ja, das hier ist ja auch ein ganz spezieller Pudding. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, wie lange der noch in den Ofen muss. Er ist ja schon drin. Vielleicht können wir den ja in einer Sendung im Januar präsentieren, Johann. Verbrenn dich nicht, ne? Johann, ist das dein neues Kofferradio? Nein, mein Gerät. Das ist aber immer das gleiche Lied, hast du das gemerkt? Gut so, gut so. Hat Harry ihm verkauft, der hat gesagt... Wäre ein Wahnsinnsradio. Das ist der erste Mixer mit UKW, ne? Ja. So. Upsala. Ja. Möchtest du auf Salz rein? Sehr schön. So, so, jetzt kannst du dich um die Soße kümmern und jetzt will ich auf mal die probieren, Mandeln, wie mein Pudding schmeckt. So. Nee, warte mal, und ich ruf mal bei der Brigitte Siegel an. Diebel heißt das Mädchen mit Nachname. Brigitte Siebel. War denn der Name? Siebel. Guten Tag. Guten Tag, Herr Lichter. Woher wissen Sie, dass ich direkt dran bin, Frau Siebel? Haben Sie ein Bildtelefon? Nein. Ach ja, du guckst ja Fernsehen, ist ja klar. Ja, das ist ja logisch. Frau Siebel. Herr Lichter, ich habe grundsätzlich ein Problem, wenn ich karamellisieren möchte. Ja. Ich habe dieses erst zweimal getan und es ist mir immer nur für die Mülltonne gelungen. Ja, deswegen, das gelingt immer erst beim dritten Mal. Ja, deswegen gebe ich die Hoffnung nicht auf und möchte Sie fragen, was kann man grundsätzlich falsch machen, damit das misslingt? Gibt es da eine bestimmte Voraussetzung von Zucker, was man nehmen soll? Oder was könnte man für einen Tipp geben? Ja, aber was halten Sie davon, wenn ich Ihnen erst mal sage, wie es gelingt? Danach sage ich Ihnen, wie es misslingt. Also, am besten, es gibt zweierlei Arten zu karamellisieren. Das eine ist, Sie nehmen eine Pfanne ohne Butter, ohne alles und tun in diese zum Beispiel Puderzucker. Puderzucker karamellisieren. Das ist Johann mit seinem neuen Radio, falls Sie das gerade stören sollte. Puderzucker karamellisiert sehr schnell, weil er eine geringe Oberfläche hat. Dann schön flüssig werden lassen bei mittlerer Temperatur. Und dann müssen Sie darauf achten. Sie können verschiedene Bräunungsstufen erreichen. Das stimmt tatsächlich. Wenn es qualmt, haben Sie die dunkelste Stufe erreicht. Da müssen Sie darauf achten. Wenn Sie dann eine Karamellsoße machen möchten, gießen Sie zum Beispiel Sahne an. Dann wird es immer karamelliger, aber richtig schön. So wie, ne, müssen Sie wohl drüber schütten, herrlich. Dann gibt es eine zweite Art des Karamellisierens. Die bin ich gerade mit Harry Weinfort hier am Machen. Und zwar mit Sirup. Dann nehmen Sie ein bisschen Flüssigkeit. Wir haben Wasser genommen. Zucker, Vanillezucker. Lassen das aufkochen. Dann stellen Sie die Temperatur runter, tun das, was Sie karamellisieren möchten, da rein. Wir haben jetzt die Mandeln mit drin. Jetzt lassen wir bei geringer Temperatur das Ganze runterkochen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Dann umgibt dieser Sirup das zu karamellisierende Gut komplett. Dann gießen Sie es ab auf ein Backblech mit Backpapier und lassen es schön austrocknen. Und dann haben Sie diesen wunderbaren Karamell drumherum. Sehr schön. Ich werde das auf jeden Fall befolgen und werde Bericht erstatten, wie es... Frau Siebel, haben Sie noch eine Frage an meinen Johann? Nein, ich würde sagen, es ist alles im grünen Bereich. Alles? Weiter so, aber... aber? Direkte Frage im Moment nicht. Ehrlich nicht? Das ist ja, also zu Sauna oder so hat der wahnsinnig viel Ahnung von. Ein Karamellaufguss oder sowas. Na gut, Johanna, sag wenigstens mal tschö. Tschö, Frau Siebel. Frau Siebel, ich grüße Sie ganz herzlich und ich hoffe, der Horst hat alles richtig gemacht. Ja, ich bin damit sehr zufrieden und werde dies befolgen und wünsche noch einen schönen Tag und weiterhin eine schöne Sendung. Und wissen Sie was, der Horst freut sich, dass jemand das befolgt, was er macht. Dankeschön, tschüss.
Oh. Johann, war das denn alles so richtig, was ich gesagt habe? Ich habe gar nicht zugehört. Hol mal eine kleine. Zu klein. Zeig mal den Zuschauern, wie man perfekt die Frühlingsrolle macht. Ja? Und zwar, die meisten Leute machen das falsch. So. Dreieck legen. Zuerst die Ecken. Damit meint er mich. Ecken da, die Entenbrust schön, die Füllung da mit Chili und allem, mit Schalotten, Knoblauch, die Chilisauce. So, und jetzt hier einfach so her. Jetzt einrollen. Das ist jetzt flüssiges Eiweiß. Und so haben wir früher einen Brief gebadet. Guck mal hier. Dann ist es gleich ein bisschen so gefüllt. Wie Post. So, genau, so. Ja. Ja, perfekte Frühlingsröllchen. Ja. Johann, was machst du da überhaupt? Ich mache ein schönes. Möchtest guck mal. Du Aufmerksamkeit. Nein, guck mal, das muss man probieren. Das ist ein tolles Püree. Guck mal. Ja. Da. Super lecker hier. Celebre. Aha. Bist du bekloppt? Weißt du, wie heiß das war? Haut dir mir einen kompletten Löffel von dem Zeug rein. Da fehlt Salz, Johann. Ja, ja. Weil das verbrennt doch ruckzuck, ne? Ja, ja. Hier oben drauf, Saibling habe ich von der Hautseite schön angebraten. Habe dann aus geraspelten Äpfeln, Meerrettich, Paniermehl, Ei, frischem Dill eine schöne Panade gemacht. Und jetzt geht das Ganze noch mal im Backofen. Zwar bei 200 Grad, aber nur ein paar Minütchen, damit der Fisch so richtig schön saftig bleibt. So, Horst, wie schaut's aus bei dir? Bist fertig? Ich habe es schief reingeschoben, da kann die Butter runterlaufen. Warte mal gerade. So. So, schöner. So, jetzt machen wir die Marmelade. Ja, ich schau mal. Ich schau mal bei dem Temperatur. Genau. Mit welchen Temperatur machen wir das? Ich habe gerade 200 Grad Heißluft. Das sieht gut aus. Ja? Kommt es oder geht es? Nee, komm mal, da kommt's. Das sieht so fleeartig aus. Oh, ich bin mal gespannt, wenn wir das nachher rausholen. Ich auch. Johann, wolltest du nicht noch einen Pudding machen? Nee, ich habe heute schon genug Pudding gemacht bei dir. Ich mache lieber hier meinen Fasan. Guck mal hier. Machen deine Pudels? Guck mal, die hole ich jetzt raus. Die habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Aber die sind gut. Die brauchen im Ofen ein bisschen. Die nehmen das ja ununterbrochen an. Aha. Der Zucker muss jetzt nur, das muss weicher kochen. Guck mal hier. Aber du siehst ja, rundherum ist schon perfekt gebraten hier. Mhm. So. Ja, meine Herren, den Zuschauern. Das sieht lecker aus. Was? Das sieht lecker. Schön. Das sieht sehr lecker aus. Jetzt zeige ich euch mal, wie man so einen Fasan schneidet. Worüber ich sehr glücklich bin, ist, dass der Rosmarin nicht verbrannt ist. Hab ich doch gesagt. Dass der noch schön frisch ist. Der erinnert mich so ein bisschen an meinen Tannenbaum. Nachdem er 4 Monate im Wohnzimmer gestanden hat. Ja, ja. Junge. Ich mach noch die anderen drei. Ja, jetzt schneidest du einfach den Fasanenbrustschwer, also schön hier so. Zeig mal, Johann. So runterschneiden. Siehst du hier? Super saftig. Oh. Perfekt. Schau mal da. Weißt du, was ich stolz finde? Ich schneide man genau wie so eine Schweinskopfsülze. Die was? Schneidet man ja auch so runter. Ja, klar. Doch. Aber nur bei dir. Nein. Schweinskopfsülze und Fasan ist ein toller Vergleich. Du weißt ja, was na klar heißt, ne? Das heißt so viel wie ja. Nee, ja, und das heißt leck mir am Arsch. Schau her, hier, guck aber mal. Aber guck mal, das sieht, gib mir mal ein Stück zum Probieren, Johann. Das ist doch super, der Fasan. Ich leck 2 Stückchen mit, saftig, bitte. Saftig. Aber du darfst ja nur geben, wenn das richtig brühend heiß ist, ne? Wenn es weh tut. Probier. Hier, Lisa, komm. Oh, danke schön. Würdest du mir auch ein Stückchen runterschneiden, bitte? Weil ich stehe mit der ganzen Nase über die gebrannten Mandeln. Ich habe für dich eine Alternative mitgebracht. Das eine Alternative zum Fasan? Ja, ja. Damit kannst du besser kochen. Ja. Jetzt. So, jetzt tust du das raus auf dem Backblech. Ja. Ja. Pass auf, nimm einen Löffel dafür. Ja, da krieg ich nicht mit den Finger dran. Nee, weil das ist ein bisschen heiß, aber das könnten wir Johann jetzt mal zum Probieren geben. Ja. Johann, möchtest du mal probieren? Tu mir mal einen richtigen Löffel im Mund.
So. Hättest du eine Sekunde früher rausholen müssen. Ja. Ja. Und dann? Weil jetzt ist der Zucker, siehst du, der ist krümelig geworden. Ich verstehe. Vorher, als es noch flüssig war. Ja. Dann hat sich das schön drum. Kann man das retten? Nein. Ja, wir lassen es jetzt so und sagen, das wäre richtig. Ach so, gut. Ja. So, wie schmeckt euch der Fasan? Sehr lecker, Johann. Ha? Der schmeckt wirklich sehr gut. Super. Man merkt, dass er beim Schuss überrascht wurde. Der wusste bis zum Schluss nicht, was ihm passiert. So, und jetzt noch Olivenöl rein. Ein reduziertes Olivenöl. Kannst du ein bisschen ein? Probier mal, wie schmeckt dir das? Das abschmecken können? Ich habe ja jetzt, ich nehme wieder ein sauberes Ding mit so einem Ding vorne dran. Ja. Bisschen dünn ist es. Wie soll ich noch mit? Nee, reicht schon. Jetzt schön glatt, ein bisschen Wasser reinmachen noch. Wasser? Lass es ruhig einreduzieren. So, jetzt machen wir das Püree auf dem Teller. Ja, so schön drauf, einen Klecks. Und dann ganz wichtig mit so einem Löffel. Hm? Auch mal so eine Idee zum Anrichten. Wasser? Da, Wasser? Der einmal so durchziehen. Ja? Johann? Jetzt legen wir da oben drauf die Fasanenbrust. Guck mal hier, so schön. Johann? Ja. Nein, nein, das ist, ich will nicht aus der Konzentration. So, jetzt dann Wasser. Wasser, genau. Und jetzt glatt rühren. Und dann schön damit den Kürbis marinieren. Karamell mit Essig, Olivenöl, Macadamienüsse, Chili, Vanille, Salz und Pfeffer. Und das kommt jetzt über den Kürbis oben drüber. Und hier sind die Frühlingsköllchen. Darüber machen, ganz leicht. Johann, ist Fasan eigentlich Geflügel oder ist das Wild? Fasan ist Wildgeflügel. Johann, ich habe übrigens hier auch Mandelnüsse. Mein Gott, da bin ich auch drauf. Weißt du, ja, das ist so, wenn man ihn fragt, kriegt man eine Antwort. Man muss mit allem rechnen. Oh, Johann, soll ich das kochende Öl mal probieren? Ja. Wo du das gerade so schön heiß hast. Da. Kann man hier mal einen Blick werfen auf die Frühlingsröllchen von unserer Lisa. Guck mal her. Schön drüber, ganz gerne. Ja. So, und jetzt ganz wichtig. Kommt drauf, oben. Auf den Fasan kommen die Feigen drauf. Hier in Sherry gasierte Feigen. Mit ganz wenig Rotwein. Also hast du doch mit Tomaten gekocht. Was falsch gemacht haben. Was? Nee, da haben wir nichts falsch gemacht. Das ist wunderbar. Das ja, meinst du wirklich? Ja, klar. Und liebe Zuschauer, auch für Sie zu Hause, Sie sehen, das ist wirklich hier 1:1 gekocht, nichts vorbereitet, in der Zeit für Sie frisch zubereitet, ja? Fasan super mit Feigen lecker. Und Püree. Das müssen Sie stehen. So ist es super lecker. Und jetzt die Frühlingsrollen raus. Ja. Okay, gleich. Hol doch wieder einen Salat aus dem, das Korianderkraut aus dem Kühlschrank. So. Was wichtig ist, da oben drauf machen, den Speck hier vom Braten. Weil die müssen wir jetzt stürzen, die Puddings. Also nicht wegschmeißen, stürzen meine ich damit. Ne? Ja. Pass auf, so. Sehr heiß mit dem Wasser. Nimmst du das? Oder? Ich nehme das. Ja, wenn du dich verbrennst, noch. Bezahlt die Versicherung vom ZDF nicht. Verstehe. So. Mal ein bisschen Gewitter. Genau. So. Bin ich ja gescheit froh. So. Ja, die sehen aber auch nicht schlecht aus. Die eigentlich. Sehen verdammt gut aus, ja. Ja, muss ich sagen. Wirklich. Auf was möchtest du dich stürzen? Wir nehmen uns jetzt ein schönes Tellerchen. Ja? Ein schönes Tellerchen. Also, ja. Muss sagen, Horst, wirklich schön. Ich habe extra 6 Stück gemacht, Johann, falls mir 5 kaputt gehen. Ja, aber schön, schön, wirklich. Die sehen hübsch aus, ne? Sehr schön, hübsch. So. So. Weil ich muss mich jetzt auch noch schnell um meinen Fisch kümmern. So, jetzt noch einmal einen kleinen Blick hier auf unseren Fasan. So ist er jetzt fertig. Speck nochmal drauf. Ein bisschen Frühlingslauch zur Garnitur. Die Feigen, das Püree und die Brust schön aufgeschnitten. Ich denke, das sieht ganz lecker aus. Und jetzt, liebe Lisa, zeig du mal den Zuschauern hier, schneid mal so ein Röllchen auf in so Scheiben schräg. Ja, die Lisa zeigt jetzt ihre Röllchen von der Ente. So, pass auf, jetzt die Soße. Schön mit dem Löffel also, ein bisschen nicht so viel, schneid sie in der Mitte nochmal durch. Viel Soße, nicht so, in der Mitte nochmal durch. So schräg, schnell so. Nimm wieder einen sauberen Löffel. Ja. Man könnte die Soße jetzt auch noch aufschäumen, wenn man wollte. Ja. Komm mal her. Also perfekt, so saftig hier, schön gefüllt. Ja. Ende. Frühlingsröllchen.
einmal Johann, ja, genau. Ja, bitte. Wie heißt es so schön? Ente gut, alles gut, ne? Also bei dir auch alles Ente gut. So, warte mal. Und probier mal. Lisa, probier mal. Schneide mal ein Stück ab hier. Probier. Also ich kann dir eins sagen. Absolut sensationell. Wirklich. Oh, Johann, guck mal, ich bin ganz stolz auf mich. Guck dir mal meinen Saibling an hier. Ha. Aber was? Schön Mandeln und ein bisschen sauber machen. Hast du mir jetzt eingefallen und probier bitte mal diese Röllchen. Probier mal. Aber ganz kurz, muss probieren. Ist mir aber eigentlich nicht heiß genug, Johann. Kannst du mir ein bisschen heißer machen, ne? So, ich hab dir mal so ein kleines vorbereitet. Warte, wir müssen Gas geben nach vorne. So. Kommt, bring nach vorne. Die Teller bitte, Lisa, komm. Wir können nach vorne gehen, wir sind fertig. Gehen wir, sind wir zuerst fertig. Also, kann man. Okay. So, ich bin auch fertig. Ari, du machst das sehr schön. Kommst du mit mir mit? Das eine reicht. Gib den Blatt wieder. So. Hast du was zu trinken, Johann? Olli? Pass auf. Und ich möchte einmal jetzt, seid mir, seid so nett und lasst mir einmal den Pudding probieren. Das möchte ich jetzt einmal probieren. Ja, du kannst einschenken, gib mal einen Pudding. Bis hierhin war die Sendung so schön. Meine Damen und Herren, ich möchte mich schon mal im Vorfeld verabschieden, wenn Johann Lafer meinen Pudding probiert. Es war eine wunderschöne Sendung. Danke, Harry Weinfort. Ich bin auch neugierig. Ja. Ein sehr großer Spaß mit Ihnen. Jetzt kommt was. Sehr lecker. Sehr lecker? Ja? Hast du was zu mäkeln? Ich finde ihn sehr lecker. Guck mal, ist der in der Mitte immer halb roh sein? Hast du gesehen, wie das du ist mit einem flüssigen Schokokern. Hast du gesehen, wie du ihm aufgemacht hast, dass innen drin nichts ist? Eigentlich war es eine Tomate. Lisa. Ich fand die Sendung ein Traum. Lisa war fantastisch. Harry Weinfort, mein Freund. Johann, wir kriegen das noch hin. Bis nächste Woche. Er muss immer das letzte Wort haben. Bitte? Weißt du was? Wie schön war der Pudding aus Puddingpulver und Milch und Zucker? Nein, der war super. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, probier mal bitte. Ich bin sehr, sehr gut.